Mein Name ist Thomas Dreher, ich arbeite auf dem Betrieb von meinem Cousin. Ein gemischter Milchviehbetrieb mit 120 Milchkühen, 420 kW Biogasanlage und bewirtschaften 250 Hektar. Das iPad ist in meinem Alltag ständiger Begleiter. Es fängt morgens an, beim Frühstück wird die Zeitung damit gelesen oder die E-Mails gecheckt. Das iPad wird auch im Stall genutzt. Ich laufe durch die Kühe und kann dann auf dem iPad nachschauen, welche Kühe waren bemelken, welche waren nicht bemelken. Ich sehe auch die Milchtemperatur. Es macht vieles einfacher und vor allem auch schneller. Man ist effektiver. Auf dem Feld wird das iPad auch genutzt. Ich nehme das zur Dokumentation von allen Feldarbeiten, zum Beispiel bei der Gülleausbringung. Auch bei dem Pflanzenschutz kann ich gleich meine Pflanzenschutzmittel eintragen. Sämtliche Daten kommen dann auf einen Server und werden dann automatisch auf den Computer im Büro übertragen. Das Tablet wird im Alltag der Landwirte immer selbstverständlicher. Im Moment beobachten wir einen Wandel vom maschinengebundenen Terminal zum fahrergebundenen Terminal. Und deshalb wollen wir unseren Kunden auch eine Lösung bieten, um ein Tablet auf den Maschinen einsetzen zu können. Die Easy On Board App von Glas ist eine App zur Bedienung der Isobus-Anbaugeräte. Damit kann der Kunde sein eigenes Tablet nutzen und seine Isobus-Anbaugeräte bedienen. Mein Name ist Markus Hagmann. Ich leite mit meinem Bruder zusammen einen Biogasbetrieb. Das iPad benutzen wir den ganzen Tag über für die Steuerung der Biogasanlage. Und wir können Kennzahlen auslesen, wir wissen, wie die momentane Stromproduktion ist, wir wissen, wie die Wärmeproduktion ist oder Wärmebedarf. Und vor allem, man kann überall auf der Welt einfach gegensteuern, wenn was nicht passt. Das iPad ist sehr flexibel einsetzbar. Man hat ja nicht nur Grünlandgeräte, sondern es gibt auch Bodenbearbeitungsgeräte, die man braucht. Und wenn man da auf einer gleichen Schiene fährt, also dem sogenannten Isobus, ist es sehr gut. Dann kann man auch nicht nur Glasmaschinen, sondern kann man auch andere Maschinen damit bedienen. Und somit kann man dann die Fahrer mit dem iPad ausstatten und die haben dann einfach ihr eigenes Gerät. Im Hause Glas ist die Entwicklung der App, denke ich, ein Meilenstein. Weg von der Hardwareentwicklung hin zu einer reinen Softwareentwicklung, wo wir wirklich das Know-how bündeln für die Arbeit des Kunden und des User-Interface. Mein Name ist Josef Knirle. Ich arbeite für das Lohnunternehmen Gebrüder Deifel. Das Tablet hat sich bei uns schon sehr weit integriert. Wir sind da mittlerweile so weit, dass wir jetzt die ganze Koordination von der Flotte steuern kann. Wenn wir 20 Maschinen irgendwie im Einsatz haben, kann ich jetzt mittlerweile halt auch Folgeaufträge bei anderen Landwirten schon direkt vorkoordiniert. Was festzustellen ist, man telefoniert viel weniger, seit man das Tablet hat. Ist auch einfach, dass der Tag flüssiger abläuft. Das ist eigentlich der allergrößte Vorteil, dass man einfach keine Zeit verschwendet. Natürlich geht es bei der Easy On Board App nicht nur um die Bedienung der Maschinen. Wir wollen dem Kunden zukünftig einen größeren Umfang an Lösungen bieten, indem er auch seine Daten erfassen kann, um seine Arbeitsabläufe zu optimieren, effizienter zu gestalten und Zeit einzusparen.